Hi Leute, ich bin's wieder mit Dirk Lange an meiner Seite und wie ihr seht, befinden wir uns immer noch in diesem schönen bunten Kraftraum hier in Graz und wir sind auch nicht völlig zweckfrei hier in diesem Raum, sondern es steckt ein tieferer Sinn dahinter. Und zwar Frage an dich jetzt, Dirk, wieso müssen wir als Schwimmer Krafttraining ausführen und wie sollte unser Krafttraining aussehen? Ich weiß, gerade im Deutschen wird Krafttraining natürlich sehr unterschiedlich diskutiert. Ich glaube aber, Kraft muss man eben wie Kraft trainieren. Ich kann nicht Kraft locker trainieren, sondern wenn ich Kraftübung mache, muss ich also bis an die Ausbelastung gehen, damit ich tatsächlich in der Muskulatur was verändere. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ich Kraft trainiere, muss ich auch Kraftübung machen. Also ich werde nur schwerlich Kraft aufbauen, wenn ich mich ins Bett lege, sondern dann tatsächlich, ob ich ein Handballspieler bin oder ein Golfspieler oder ein Fußballer bin oder zum Beispiel auch ein Schwimmer, wenn ich dann Kraft trainieren möchte, muss ich ganz klar Kraftübung hinterlegen. So, und dann kommen wir wieder zu den Grundprinzipien des Krafttrainings. Die basieren dann sehr schon auf diesen vielen olympischen Hebeübungen, die wir hier haben. Aber letztendlich geht es immer dahin, dass ich in der Muskulatur was bewirken muss, bevor ich ein Ergebnis habe. Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Altersstufen zugehen, was würdest du so sagen als Richtwert, ab wann sollte man im Schwimmen oder im Sport allgemein mit Krafttraining, mit wirklichem Gewichtetraining einsteigen? Ja, natürlich nicht notwendigerweise vor der Pubertät, weil also das Kind oder Jugendliche noch im Wachstum ist, aber grundsätzlich zeige ich so viele Sportarten, und dann wie Turnen zum Beispiel, also sehr kraftbetonte Sportarten, dass man schon diese Kraftübungen auch als Jugendlicher schon sehr gut lernen kann und auch schon sehr früh ansetzen kann. Also ich glaube, mit der Pubertät, bei 13, 14 bei den Mädchen, mit 14, 15 bei den Jungs, sollte Krafttraining ein wesentlicher Bestandteil des Trainings sein. Weil Kinder, Jugendliche können ja sehr unterschiedlich in die Pubertät kommen. Da sollte dann wahrscheinlich der Trainer zu Hause auch ein gewisses Gespür oder Feingefühl für den einzelnen Sportler entwickeln. Und man sieht es ja auch am optischen Erscheinungsbild. Ja, der eine wächst früher, der andere wächst schneller. Da sollte man wahrscheinlich dann eine gewisse Individualität wahren und aber auch gezielt fördern. Das hast du genau schon die Antwort gegeben. Die Kinder sind unterschiedlich akzeleriert, sind unterschiedlich früh reif. Und natürlich muss man unterschiedlich mit den Kindern umgehen. Wie immer nach den Stärken und den individuellen Fähigkeiten des Athleten trainieren, auch schon im Jugendalter. Nur was Max hier nicht lernt, wird der Max schon nimmer lernen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich jemandem vom Anfang mit 14, 15 noch keine Grundübung beibringe, wird er sicherlich mit 20, 21 Probleme haben, diese Übung im Nachhinein noch korrekt ausführen zu können. Letzte Frage an dich. Wie oft sollten jetzt Anfänger Krafttraining pro Woche trainieren? Wie oft Fortgeschrittene und dann vielleicht noch die Profis? Gibt es da eine Unterscheidung? Das ist eigentlich witzigerweise ist es eigentlich eine gegenläufige Bewegung. Ich glaube schon, dass ich mit Beginnern, mit Anfängern häufiger im Kraftraum gehen kann, weil ich ohnehin nicht so stark an die Leistungsgrenze gehe. Wenn ich mit Experten, Superexperten, Profis dann arbeite, da reicht sicherlich ein Krafttraining zwei, drei, viermal die Woche, weil ich dort viel mehr in die Muskulatur einsteige, natürlich viel höhere Gewichte bewege. Abhängigkeit des Saisonverlaufes, Abhängigkeit von der Strecke natürlich, die sie auch im Schwimmen dafür absolvieren, aber letztendlich reicht wahrscheinlich ein Training für die Superexperten 2 bis 3 Mal die Woche, für Jugendliche, Beginners 5, 6 Mal die Woche. 5, 6 Mal die Woche, das hätte ich mir jetzt so eigentlich gerade so im Anfänger-Jugendbereich gar nicht so krass vorgestellt, aber da sieht man mal, was man dann noch von einem Experten lernen kann, weil das für mich jetzt gerade eine neue Information war. Wenn es euch zu Hause auch so geht und wenn ihr nicht wirklich als Trainer wisst, wie ihr euch das Krafttraining ins Schwimmen integrieren sollt, dann besucht doch wirklich mal die Seite schwimmtrainer.de. Dort geben wir euch auf unseren Lehrgängen, Trainerseminaren genau die Antworten, die ihr an uns habt. Und ja, zögert nicht, euch anzumelden, euch fortzubilden. Ja, Schwimmsport ist immer im Wandel, man muss sich auch als Trainer weiterbilden und deshalb bin ich auch hier, kann von einem der erfahrensten Trainer lernen und bedanke mich schon wieder für diese vielen Informationen. Und ja, wir sehen uns wieder in den nächsten Videos. Macht's gut von uns beiden. Ciao, ciao.